Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder nach längerer Zeit. Wir hatten hier Mordshitze, wie ihr ja wisst, ich lebe im Süden von Frankreich. Hier war es noch ein bisschen extremer als in Deutschland. Das fing bei uns im Mai an und ist eigentlich immer noch nicht so ganz zu Ende. Wir sind zwar jetzt bei Temperaturen von nur noch 30 Grad, die höchsten Temperaturen, aber die ganze Zeit ging das bis 42 und die Untergrenze waren 35 tagsüber. Und selbst nachts sind die Temperaturen wochenlang nicht unter 30 Grad gefallen. Also das ist eine echte Herausforderung und wir haben keine Klimaanlage. Ja, das ist das nächste Projekt, das kann ich euch sagen. Wir haben die ganze Zeit nach einem Haus gesucht, wir hatten unser anderes Haus ja verkauft. Haben hier ein Haus zur Miete gefunden und wohnen hier und haben gesucht die ganze Zeit und jetzt sind wir fündig geworden und ich denke, dass das klappt und in 2 oder 3 Monaten ziehen wir wieder um, ja, damit es uns nicht langweilig wird. Und das Erste, was in dieses Haus eingebaut wird, ist eine Klimaanlage. Ja, da geht jetzt das Geschimpfe wieder los. Die Umweltschützer, aber Leute, nee, tut mir leid, also das... Es wird zwar hoffentlich nicht jeden Sommer so sein und dann muss man die Klimaanlage vielleicht auch nicht einschalten oder nicht so oft einschalten, aber ohne ist das hier nicht auszuhalten. Und ja, dann heißt es, ja, da hättest du ja bleiben können, wo du warst. Ja, da oben war es auch nicht viel kühler. Na, Frankreich hat es voll erwischt, wie ihr wisst. Und selbst im Zentralmassiv waren die Temperaturen wochenlang um die 32, 33 Grad. Obwohl das sonst der Eiskeller der Nation ist. Naja, gut. Es gibt Hoffnung, dass das nicht jedes Jahr so ist. Ne? Ich bin auf ein Video gestoßen. Das Geschäft mit dem Blut. Eine neue Form des Kannibalismus. Blutspenden für die gute Sache. Blutspenden retten Leben, sagt man. Aber wem helfen sie sonst noch? Für eine Handvoll Unternehmen sind Blutspenden ein sehr einträgliches Geschäft. Und bei diesem Geschäft gibt es, wie immer, auch Verlierer. Das Originalvideo Blood Business, The New Cannibalism, den Link findet ihr in der Beschreibung. Ja, zum Thema Ernährung, was ja eigentlich meine Geschichte ist, habe ich jetzt nicht so viel Interessantes gefunden, was ich zu verarbeiten gelohnt hätte, und dann dachte ich, dann erzähle ich euch das mal. Blutspenden gelten weltweit als Zeichen der Großzügigkeit und des Altruismus, eine noble Geste, denkt man. Mit der Realität hat der schöne Schein aber wenig zu tun. Und wieder müssen wir erkennen, dass das Gesundheitssystem für manche Unternehmen die perfekte Gelddruckmaschine ist. Nicht, dass wir das nicht schon gewusst hätten, aber es schockiert einen immer wieder aufs Neue. Wir bezahlen gerne für Behandlungen, die unser Leben retten, verlängern, verbessern oder das Leben eines nahestehenden Menschen. Und die Herkunft der Medikamente, die wir dafür brauchen, ist uns nicht bekannt und muss uns normalerweise auch nicht interessieren. In diesem Falle geht es um Blutplasma als Bestandteil von Medikamenten. Das enthält neben Wasser sehr viel Eiweiß und ist teurer als Öl. Plasma fördert die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Oder wie die Franzosen sagen, l'exploitation de l'homme par l'homme. Das ist in Frankreich eine sehr gängige Redewendung. Es macht die Reichen reicher und die Armen ärmer. Die Spender fühlen sich wie eine Kuh, die gemolken wird, und es ist zu hören, das hat mich fast umgebracht. Das wird euch jetzt erstaunen, aber hört weiter. Ein paar unbeirrte Journalisten sind diesem Geschäft auf den Grund gegangen. Gefilmt haben sie in Frankreich, in Deutschland, in der Schweiz, in den USA. Und sie mussten feststellen, dass ihre Anwesenheit nicht überall gerne gesehen wird und ihr Interesse noch viel weniger. In der Schweiz wie in Deutschland und in Frankreich gibt es für Blutspenden normalerweise keine Entschädigung, um keine falschen Anreize zu schaffen. Wer spendet, will Gutes tun
und erwartet keine Gegenleistung. Weltweit kommen pro Jahr 100 Millionen Spenden zusammen. Blutspenden rettet Leben. Leider rettet man mit seiner Blutspende nicht nur Leben, sondern man liefert vor allem den Rohstoff für ein sehr lukratives Geschäft, dessen Existenz nur wenigen bekannt ist. Wer in der Schweiz Blut spendet, muss eine schriftliche Einverständniserklärung abgeben. Am Ende des Formulars heißt es, ich bin damit einverstanden, dass Teile meiner Blutspende für die Produktion von Medikamenten verwendet werden. Diese wichtige Information wird entweder nicht gelesen oder nicht verstanden. Der größte Teil der Blutspenden landet nämlich nicht in Krankenhäusern, auf Intensivstationen, sondern in Laboratorien der Pharmaunternehmen, wo sie zu gewinnbringenden Medikamenten verarbeitet werden. Das Rote Kreuz, das ja viele Blutspenden organisiert, hält sich bedeckt. Man will es sich nicht mit seinen Geschäftspartnern verderben. In die Krankenhäuser gelangen 20% des gespendeten Blutes, die restlichen 80% gehen in die sogenannte Fraktionierindustrie. Dort werden aus Plasma sogenannte stabile Blutprodukte und Medikamente hergestellt. Allein in der Schweiz liefert das Rote Kreuz jährlich 80.000 Liter Blutplasma an diese Firmen und erhält dafür 10 Millionen Schweizer Franken. Wenn man Blut spendet, ist man der Überzeugung, Bedürftigen zu helfen im eigenen Land bevorzugterweise. Stattdessen wird man zum Lieferanten eines sehr gewinnbringenden internationalen Industrieprodukts. Es gibt vier Hauptakteure, die die Früchte dieses lukrativen Geschäfts unter sich aufteilen. Baxter in den USA, CSL Plasma in Australien, Grifols in Spanien und Octapharma in der Schweiz. Sie kontrollieren einen wachsenden Markt mit zweistelligen Milliardenbeträgen. Der Gründer von Octapharma, Wolfgang Maguer, ist bei Forbes mit einem persönlichen Vermögen von 6 Milliarden US-Dollar gelistet. An seinem Tun hat er keine Zweifel, denn aus dem Plasma werden schließlich lebensrettende Medikamente hergestellt, die erfreulicherweise für die Hersteller in vielen Fällen lebenslang eingenommen werden müssen und dem Hersteller über Jahrzehnte satte Gewinne sichern, so ähnlich wie die Diabetes-Medikamente, die eigentlich nur die wenigsten wirklich brauchen. In der östlichen Welt zahlt für diese Medikamente die Krankenkasse. Das bedeutet, dass die Kosten auf alle Versicherten umgelegt werden. Und wenn das Geld nicht reicht, werden die Beiträge erhöht. Also sagt nicht, das geht mich nichts an. Doch, du bezahlst das auch mit. Bei Autoimmunkrankheiten mit immer wiederkehrenden Infektionen zum Beispiel sind diese Medikamente ein wahrer Segen. Denn das Plasma enthält Antikörper, die der eigene Körper in den Fällen nicht produzieren kann. Die Betroffenen zeigen sich daher sehr dankbar. Der Preis für eine einzige Behandlung wird in diesem Video im Schnitt mit 4.000 Schweizer Franken beziffert. Das sind 4.150 Euro und das bis zum Lebensende. In der Schweiz ist Swissmedic für die Untersuchung der Blutspenden auf HIV, Hepatitis B und C zuständig und für die Bescheinigung der Unbedenklichkeit der Produkte, Ursprungsland und Ortsangabe sind auf dem Lieferschein angegeben. Die Spenden kommen aus Cleveland, Ohio, aus Kansas City, Missouri, aus Chattanooga, Tennessee und Lansing, Michigan. Die dortigen Spendenzentren sind als Lieferanten zugelassen. Das Spendenzentrum in Cleveland gehört zu dem australischen Unternehmen CSL. Am Eingang des Gebäudes ist dort zu lesen, Ihre Zukunft beginnt hier. Spenden Sie Plasma, retten Sie Leben. Bis zu 200 Dollar pro Monat kann man da verdienen. Nicht schlecht, die Nachfrage ist groß. Die Konkurrenten von CSL sind Grifols und Octapharma. Alle wollen ihre Produkte herstellen. Das CSL-Spendenzentrum befindet sich in einem der ärmsten Stadtviertel.
Seit 2008 sind in Cleveland viele Jobs verloren gegangen und die Lebensverhältnisse haben sich dramatisch verschlechtert. Die Zahl der Menschen, die mit weniger als $2 pro Tag überleben müssen, hat sich verdoppelt in dieser Zeit und die Zahl der Sozialhilfeempfänger vervierfacht. Jetzt verkauft man sein Blutplasma, um finanziell über die Runden zu kommen. Die Zahl der Spenden sind in 7 Jahren von 15 auf 32 Millionen gestiegen. Eigentlich ist es falsch, von Spenden zu sprechen, denn das Geschäftsmodell hat nichts mit Gemeinnützigkeit zu tun. Die kleinen Beträge, die für die Spenden bezahlt werden, sind ein Bruchteil dessen, was in den Taschen der Unternehmen landet. Filmen ist in diesen Zentren natürlich nicht erwünscht, wie man sich denken kann. Und Fragen werden nicht beantwortet, weder persönlich noch schriftlich. Und man fragt sich, was es da wohl zu verbergen gibt. Also wurden auf dem Parkplatz die Spender befragt und ein Pastor in einer Kirche in der Nähe, der die Situation sehr gut kennt. Man hört von Ausbeutung. Die Leute fangen mit den Blutspenden an, um einen finanziellen Engpass zu überbrücken und kommen dann aus der Abwärtsspirale nicht mehr raus. Zunächst gibt es 50 Dollar pro Spende und nach 5 Spenden sind es dann aber nur noch 20. Ja, ne? Es geht ja nicht ewig so weiter. An bestimmten Wochentagen sind es dann auch mal 40. Die Gesundheitsbehörde empfiehlt, einmal im Monat Blut zu spenden, aber die meisten der Leute, die dorthin gehen, tun das 2-mal die Woche. Und das hat Folgen. Ihnen geht es nicht darum, Leben zu retten oder anderen Menschen zu helfen. Dieses Geld ist oft ihr einziges Einkommen. Und krank zu werden wäre für diese Menschen existenzbedrohend, weil sie dann als Spender nicht mehr in Frage kommen. Zumindest vorübergehend. Aber auch für Leute, die noch andere Einkommensquellen haben, ist es ein ständiger Überlebenskampf. Viele können ohne die Blutspenden ihre Rechnungen nicht bezahlen und andere legale Einkommensquellen gibt es nicht. So spendet man halt so oft es geht und nimmt die Risiken in Kauf. Die Nachfrage ist enorm und über Langzeitauswirkungen von häufigem Blutspenden ist wenig bekannt. Und es ist ja auch legal. Warum also nicht? Man ist schließlich in einem modernen Land mit hervorragenden Hygiene- und Gesundheitsbestimmungen. Oder nicht? Zuständig für die Überwachung ist die FDA, die Food and Drug Administration der USA. Das ist die amerikanische Kontrollbehörde für Lebensmittel und Medikamente. Der Stempel der FDA öffnet dem internationalen Geschäft Tür und Tor. Die Kehrseite der Medaille sind die verarmten Menschen, die vor den Spendenzentren Schlange stehen. Früher gab es den American Dream. In den 70er Jahren und 80er Jahren wollten alle nach Amerika auswandern und viele haben das auch gemacht. Ich war einer davon. Die Umstände haben mich allerdings nach 2 Jahren wieder zurückgebracht, bewogen zurückzukehren. Das war für mich damals ein schwerer Schlag. Ich konnte das nicht so richtig akzeptieren. Ich empfand das als ein Versagen und bin heute so froh, dass aus meinem Traum, den Rest meines Lebens in den USA zu verbringen, nichts geworden ist. Irgendjemand hat mal gesagt, was man mit 20 liebt, das hasst man mit 40 oder umgekehrt. Ja, da ist wirklich was dran. Vielleicht kennt ihr den Spruch, überlege dir gut, was du dir wünschst, denn es könnte in Erfüllung gehen. Zurück zu den Blutspenden in Cleveland. Wer das Geld für die Blutspenden nicht für seine Grundbedürfnisse braucht, finanziert damit seine Drogensucht. Man hört, das hätte mich fast umgebracht. Man fühlt sich wie eine Kuh, die gemolken wird. Angeblich gibt es strenge Kontrollen. Angeblich. Und wenn man nichts zu verbergen hat, warum eigentlich dann die ganze Heimlichtuerei? Am Ende bringt die versteckte Kamera die Geschichte ein bisschen besser ans Licht. Wir erfahren, dass die Befragung der Spender in den Spendenzentren automatisiert ist.
Sie müssen an elektronischen Terminals Fragen zur Gesundheit und anderen Dingen beantworten. Danach folgt als einzige echte Untersuchung die Messung des Blutdrucks, aber nicht, wie man vielleicht vermuten würde, aus Sorge um die Gesundheit der Spender. Nein, man will verhindern, dass jemand während der Spendenaktion in Ohnmacht fällt, weil das die anderen verunsichern würde und den Ablauf stört. Ha! Die Angaben der Spender, die im besten Fall ungenau und im schlechtesten Fall bewusst falsch sind, werden nicht überprüft. Also wird gelogen, was das Zeug hält. Nichts ist einfacher als die Frage nach Drogenkonsum, neuen Tätowierungen oder einer HIV-Infektion mit Nein zu beantworten. Drogenabhängige bevorzugen mittlerweile K2 oder Spice. Das ist eine neue Droge, weil diese Substanz in den gängigen Drogentests nicht nachgewiesen werden kann. Das ist beruhigend für die Empfänger dieser Produkte. Der Drogenhandel hat durch die Spendenzentren eine neue Dimension angenommen. Drogenhändler bringen die Junkies zum Spendenzentrum, lassen sich die Kreditkarte aushändigen, auf die das Geld für die Blutspende gutgeschrieben wird. Und dafür bekommen die Junkies ihre Drogen, das Geschäft floriert und die Händler müssen sich mit diesem Trick um ihr Geld keine Sorgen machen. Ja, bei diesem Deal gewinnen scheinbar alle. Aber ist das wirklich so? Die Spendenzentren sind an 7 Tagen die Woche jeweils 12 Stunden geöffnet. Also die haben längere Öffnungszeiten als viele Geschäfte. Man will wissen, ob die Verantwortlichen über diese Vorgänge eigentlich im Bilde sind. Auf Fragen wird der Sicherheitsdienst gerufen und das Doku-Team wird aufgefordert zu gehen. Man würde die Fragen schriftlich beantworten, was dann aber natürlich nicht geschieht. Ja, ne, wer nichts zu verbergen hat, muss nichts verstecken, sollte man meinen. Zurück in der Schweiz bleiben viele Fragen über Drogensucht, Ausbeutung und Risiken. Was ist mit dem Endprodukt? Wie sicher sind die Medikamente, die aus dem Plasma hergestellt werden? Welche Kontrolle hat man in der Schweiz über importiertes Plasma? Einer Patientin, die regelmäßig eine Plasmainfusion bekommt, hat man die Aufnahmen aus den USA gezeigt. Sie ist schockiert und fassungslos über den Umgang mit den Vorschriften und noch mehr über die schiere Zahl der Spender und ihre prekäre Situation. In der Schweiz wiegeln die Medic Experts ab. Das Blut für die Schweiz komme nicht von bezahlten Spendern und überhaupt das Geld, das die Spender erhalten, ist ja auch gar keine Bezahlung, sondern eine Entschädigung. Aha. In Deutschland dürfen kleine Beträge für Blutspenden bezahlt werden und dies maximal dreimal im Monat. In den USA dagegen gibt es so viel Geld für diesen Service, dass es für manche zum Überleben reicht oder für Drogen. In der Schweiz werden nur die Zulassungen der Spendenzentren überprüft, sonst nichts. Und es zeigt sich, dass die amerikanischen Machenschaften bei den Abnehmern in Europa nicht bekannt sind. Die Industrie versteckt sich hinter dem sogenannten Betriebsgeheimnis und verhindert dadurch wirksame Kontrollen. Für befragte Regierungsexperten ist die fehlende Transparenz der Pharmaindustrie inakzeptabel. Das ist sie immer. Aber sie tun irgendwie trotzdem nichts dagegen, weil der Staat ja mitverdient, ne? Big Pharma zahlt Steuern. Ja. Warum soll man die Kuh schlachten, die man melken will? Ja, Undurchsichtigkeit, Profite, fehlende Kontrollen, das geht natürlich gar nicht laut Regierung. Aber das ist eine Aussage für die Kameras. Ne? Lippenbekenntnisse. Angeblich sei man in der Lage, alle mit Pathogenen belasteten Spenden herauszufiltern. Allerdings sei man beim BSE-Erreger nicht ganz sicher. Das ist der Rinderwarn-Erreger. Ja, das ist wenig beruhigend, finde ich, ne? Die Folgen einer Krankheitsübertragung können dramatisch sein, wie man im Fall
von HIV gesehen hat. Da bekamen Bluter in den 80er Jahren kontaminierte Transfusionen, die viele das Leben gekostet hat. Obwohl die Hitzeinaktivierung des Erregers zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt war. Die Älteren unter euch werden sich sicher noch daran erinnern, dass das ein großes Thema war in den Zeitungen und im Fernsehen. Nach diesem Skandal wurden die Kontrollen dann glücklicherweise verschärft und heutige Prüfungen gelten als effizient. Das betrifft aber nur die bekannten Erreger. Laut WHO ist globalisierter Bluthandel nicht zielführend, aber Octa Pharma hat im Juli 2015 die Liberalisierung des Marktes erreicht. Oh Leute, dieser ganze Globalisierungsscheiß, der bringt uns nichts Gutes. Man sieht es immer wieder und immer mehr. Jetzt können nämlich mit Plasma hergestellte Produkte, zum Beispiel in Frankreich, an alle Krankenhäuser verkauft werden, für deren Belieferung vorher die französische Blutbank das Monopol hatte. Dem französischen Bund der freiwilligen Spender ist das ein Dorn im Auge, zu Recht, wie ich finde. Früher war der Bedarf mit 10.000 Spenden pro Tag gut gedeckt. Seit der Öffnung des Marktes fehlt es an Plasma, weil das woanders hingeht. Die Unternehmen dürfen das Plasma in seiner ursprünglichen Form zwar nicht in Frankreich verkaufen, auf die daraus hergestellten Medikamente trifft dies allerdings nicht zu. Also man erfindet immer irgendwelche Schlupflöcher, dass man seinen Scheiß dann doch irgendwie vermarkten kann. Ne? Sobald aus einer Substanz, nämlich ein Medikament wird, sind die Grenzen offen. Und schuld ist das europäische System. Ja, ja. Freie Märkte, neue Risiken. 50% der Medikamente kommen von privaten Firmen und werden mit bezahltem Plasma aus Deutschland und Tschechien hergestellt. Der größte Teil des Plasmas kommt aber aus den USA. Das Blut spenden in erster Linie für die Herstellung von Medikamenten. Verwendet werden ist bei uns kaum jemandem bekannt. Allein in Frankreich gibt es 500.000 Menschen, die aber von solchen Medikamenten abhängen, deren Leben davon abhängt. Octa Pharma ist nicht der größte Player in diesem System, aber mit einem Umsatz von 1,5 Milliarden Euro, nehme ich an, oder Dollar, ist eigentlich egal, das ist jedenfalls irre viel. Und mit Niederlassungen in mehreren Ländern ist das Unternehmen ein Schwergewicht. Damit der Laden läuft, schreckt man auch vor Bestechung von Regierungsmitgliedern nicht zurück. Ah ja, jetzt wissen wir, warum die Regierung so wenig Interesse daran hat, etwas an dem Zustand zu ändern. Ende 2015 wurde der portugiesische Premierminister während seiner Tätigkeit in Brasilien wegen Korruption angeklagt. Er hatte große Summen von Octa Pharma erhalten. Es gibt noch kein Urteil und so gehen die Aktivitäten von Octa Pharma in Brasilien unbeirrt weiter. Also es gab zum Zeitpunkt dieses Videos noch kein Urteil, das kann inzwischen anders sein. Wer das genau wissen will, möge das googeln. Aufgrund der Kritik des französischen Spenderverbands wurde dieser von Herrn Maguer, dem Gründer von Octa Pharma, verklagt. Das Verfahren fand in Paris statt. Herr Maguer verlor und musste die Kosten für das Verfahren tragen. Jo, aber das juckt doch niemanden. Der hat doch genug Geld. Was juckt den lieben Herrn Maguer? Was jucken den ein paar tausend Euro Gerichtskosten und Anwaltskosten, wenn man auf 6 Milliarden hockt? Seht ihr, wie nutzlos und sinnlos das alles ist? Selbst Gerichtstermine machen da keinen Unterschied. Spender und Empfänger von Plasmaprodukten sind enger miteinander verbandelt, als ihnen bewusst ist und als ihnen möglicherweise auch lieb ist. Das Blut der Armen fließt in die Venen der Reichen. Der eine überlebt auf Kosten des anderen. Und dabei belasse ich es jetzt mal. Dazu möge jeder seine eigenen Schlüsse ziehen, ob man etwas daran ändern kann, was man daran ändern kann. Ich weiß es nicht. Ich finde es furchtbar. Und damit verabschiede ich mich an diesem Samstag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
und kühlere Temperaturen. Tschüss und bis bald.